Ja, hallo, Tag zusammen. Ich denke, wir haben uns heute schon ein bisschen anders präsentiert als vor 14 Tagen. Ergebnis, gut, 4-1 muss man akzeptieren. Ich denke, Uerdingen war letztendlich auch die bessere Mannschaft. Allerdings muss ich sagen, die Tore, so wie sie zustande gekommen sind, aus unserer Sicht muss ich sagen, haben wir uns hier alle vier letztendlich selbst eingeschenkt. Vom 1-0 angefangen, langer Flugball, den wir klären können, wo wir dann in die Bedrängnis kommen, im 16er vielleicht sogar schon Elfmeter zu pfeifen. Dann muss man den Gegner laufen lassen und dann schießt er natürlich das 1-0. Das 2-0 nach einer Standardsituation, wo wir nicht Zuordnung hatten, wo wir einfach gedacht haben, ja, der Ball ist im Aus, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit und das hat der Gegner dann einfach eiskalt ausgenutzt. Das 2-1 haben wir, glaube ich, gut rausgespielt, einen Pass in die Tiefe, den Torwart umlaufen und ins leere Tor geschossen. So hatten wir uns das eigentlich öfters vorgestellt. Aber nach 3 Minuten war die Herrlichkeit dann schon wieder am Ende. Und das darf natürlich dann nicht passieren. Wenn man dann am Drücker ist, dann muss man einfach gucken, dass dann hinten nichts mehr anbrennt. Und dann haben wir dann auch wiederum durch eine Standardsituation in den Himmel reingeschaut. Im Himmel reingeschaut und der Nimptsch war dann halt wach und hat den Abstau genutzt zum 3-1. Ja, dann war das Spiel eigentlich gegessen. Und das 4-1 hat man auch gesehen. Langer Ball, verunglückte Kopfballabwehr nach hinten. Also dann muss ich sagen, dann hat das auch damit nichts zu tun. Dann kann man Uerdingen auch nicht schlagen. Wenn man viermal, sage ich mal, sich ins Knie schießt, dann kann man hier nicht bestehen, dann kann man hier nicht gewinnen. Und da müsste man ja die eigene Nase fassen. Da müssen wir einfach gucken, dass wir uns dahingehend verbessern. Und sage ja, das Positive muss man jetzt einfach sehen. Wir haben, glaube ich, hier vernünftig dagegen gehalten, auch wenn gesagt, wenn der Sieg dann letztendlich verdient war für Uerdingen. Und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir den Platz, den wir innehalten, in der Meisterschaft dann auch bestätigen. Und da ist unser Hauptaugenmerk. Alles Gute an Uerdingen. Vielleicht reicht es diesmal zum ersten DFB-Hauptrunde mal wieder daran teilzunehmen. Ich denke, das letzte Mal war ich auch hier, war Bayern München hier zu Gast. Da war es ein volles Haus und ich denke, das hat dann auch Spaß gemacht. Alles Gute und bis bald. Vielen Dank, Herr Zilles. Erik, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, wir haben uns in dieses Spiel eigentlich vorgenommen, um die letzten beiden Spiele, wo wir, fand ich, Teile vom Spiel, finde ich, nicht gut angegangen sind, haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir aber diese Woche trainiert haben, vor allem wenn wir den Ball nicht gehabt hatten, um dann, würde man sagen, den Gegner unter Druck zu setzen. Das habe ich heute eine halbe Stunde gesehen, erste Halbzeit. Danach fand ich 10, 15 Minuten nicht so prickelnd, vor allem im Ballbesitz von uns, weil dann bringst du den Gegner unnötig wieder ins Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, über 90 Minuten habe ich dann doch wieder einen KFC Uerdingen gesehen, wo ich von sage, wenn die sich beschäftigt mit das, was wichtig ist im Spiel, das ist die eigenen Qualitäten, dann haben wir eine gute Mannschaft. Nur man hat dann auch gesehen, wenn man sich beschäftigt mit Sachen, die nichts mit Fußball zu tun haben oder vielleicht unsorgfältig mit ihren Qualitäten umgeht, dann können wir Probleme kriegen. Und heute war ein anderes Spiel. Ja, ich glaube, der Kollege hat es schon gesagt, das ist ein Pokalspiel. Die haben sich hier anders präsentiert wie vor 2 Wochen. Und ja gut, da musst du 100% konzentriert sein, da musst du diszipliniert sein und da musst du die Absprachen, die wir vorher gemacht haben, und musst du nachkommen. Und das haben wir über 90 Minuten, finde ich, besser gemacht, wie, ich würde mal sagen, die ersten 15, 20 Minuten gegen Turo, wo wir trotzdem 6-0 gewinnen. Aber da war ich nicht so zufrieden. Und gegen Fischer fand ich, da wir die ersten 15 Minuten gut gespielt haben und dann bis zu 60., 65. einfach schlecht gespielt haben. Da haben wir nichts mit unserer Qualität getan. Und heute war das gut. Und das sieht man dann letztendlich, glaube ich, auch zurück im Ergebnis. Und heute war ein besonderes Spiel, war Pokal. Das musst du gewinnen. Und das haben wir gut gemacht. Und jetzt, glaube ich, haben wir gefühlte 9 Monate. Wann haben wir da? 23. März habe ich irgendwo gelesen oder so, spielen wir gegen Oberhausen. Vielleicht auch gegen Ammann. Nee, 7-1, letzte Minute haben die verloren. Ja.
Oberhausen ist für uns, da haben wir eine Vorbereitung gespielt, das ist natürlich gefährlich. Die haben wir mit 3-0, denke ich mal, verdient, besiegt. Nur sind wir Gefahr, um davon auszugehen, dass es so weitergeht. Also wir haben eine Chance gegen Oberhausen, weil das haben wir gezeigt in der Vorbereitung. Und ja gut, wenn wir so weitermachen, sieht es gut aus, aber jeden Tag arbeiten. Die Jungs haben jetzt 2 Tage frei, oder eigentlich 3 aus meiner Sicht, weil es sind 71 Stunden bis zum nächsten Training, also es sind 3 Tage. Ich habe die gesagt, wenn die Dienstag wieder hier sich treffen, erwarte ich, dass sie mit Freiheit dann umgehen können. Und ich bin da voller Vertrauen, dass das auch klappt. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende und Frank viel Erfolg.